Von Kindesbeinen an ist Armin Huber Fan des Mittelalters, von Schlössern und Burgen. Schon damals war er gerne in Waffen- und Folterkammern. Diese Leidenschaft hat ihn nie wieder losgelassen. Vor 20 Jahren begann er, Schlüssel und Schlösser zu kaufen und schließlich auch die ersten Folterinstrumente. 3 Jahre ist es her, dass Armins Bruder Georg den Wasserburger Keller in der oberen Stadt in Dingolfing gekauft hat. Seitdem wird dieser saniert, denn in spätestens 2 Jahren soll dort unter anderem eine Gaststätte entstehen. Ich habe dann einen Raum gekriegt, praktisch den hinter mir, der wie zugeschnitten ist für meine ganzen Instrumente. Und jetzt haben wir den Kammer haben wir eingeräumt, ganz ist noch nicht fertig. Aber der erste Schritt ist jetzt bereits gemacht. Aber es gibt noch sehr viel zu tun für Armin Huber. Ein gewöhnlicher Arbeitstag ist für den gelernten Bautechniker ausgesprochen bunt. Der Tag beginnt meist vor dem Computer, wo er nach neuen Folterwerkzeugen für den Keller sucht. Dann nach 2 Stunden Computer geht's in die Werkstatt. Dann tue ich für die Baustelle Türblätter, Einbauteile aus Holz vorbereiten und werde dann mittags auf der Baustelle erscheinen und dann einmal kurze Baubesprechung machen wir, dann Material einkaufen, Baumarkt fahren und dann wieder Schreinern und Fenster und Türen einbauen. Jede Menge Arbeit für den Folterknecht. Huber finanziert alles selbst, bezeichnet die Sammelleidenschaft als sein Hobby. Um Kosten zu sparen, macht er das meiste selbst. Auch das Logo des Wasserburger Kellers hat er designt und das Tor zur Folterkammer gezimmert. Hubers ganzer Stolz ist die eiserne Jungfrau. Dieses Gerät diente zur Folter und Hinrichtung, aber keine Angst. Bei dem hier ausgestellten Objekt handelt es sich lediglich um eine Nachbildung aus der Renaissance. Gefoltert wurde damit niemand. Aber so ist es nicht mit allen Instrumenten, die sich im Keller befinden. Teilweise besitzt Armin Huber martialische Gegenstände, mit denen Menschen tatsächlich qualvolle Schmerzen zugefügt wurden. Nicht alle Instrumente dienten allerdings der Folter. Manchmal ging es nur darum, Streithähne auszusöhnen, indem sie aneinander gekettet wurden. Ein anderer Verwendungszweck galt dem Erzwingen von Geständnissen. Dabei wurden dem Delinquenten so lange Schmerzen zugefügt, bis das gewünschte Geständnis erpresst war. Ob dies dann der Wahrheit entsprach oder nicht, ist allerdings ein anderes Thema. Obwohl fast der ganze Wasserburger Keller im Moment noch eine Baustelle ist, kommen oft jetzt schon Besuchergruppen in die Folterkammer. Armin Huber hofft, dass der Besucherstrom künftig noch stärker anschwillt. Ich denke mal, es sind ja ohnehin, wenn wir Kellerführung haben, da kommen viele Leute in den Keller runter und schauen sich dich an, das denn an. Wenn dann die Folterkammer noch fertig ist, dann werden es ein bisschen mehr, gehe ich mal davon aus. Und jeder weiß, Foltern macht Durstig. Das heißt, die Leute haben anschließend dann vielleicht nach oben auf ein Bierchen im Wirrgarten. Wer das Kellergewölbe schon vor Fertigstellung der Gaststätte besichtigen will, kann sich auch auf der Homepage der Stadt Dingolfing weiter informieren und sich so für einen Moment in eine längst vergangene Zeit zurückversetzen.